Du bist jetzt mein Freund. Ich nenne dich jetzt Otto. Otto. Ach komm, hier ist ein Verkaufsautomat. Tschüss. Ich finde die halt toll. Die rennen einfach auf mich zu. Und ich kann mit meiner Schrotflinte draufschießen. Aber die anderen finde ich nicht so toll, wenn die mich versuchen kaputt zu machen. So, einmal F drücken. Panzerbrechende Munition. Machst du gut, Otto. Machst du fein. Hallo. Was zum... Tschüss. Jetzt musste ich zweimal auf dich schießen. Ist ja unglücklich. Hm, was soll das? Ach, guck mal, das ist nur eine Medi-Station. Hacken wir die mal. Wo lang wollen wir? Ich mach das mal so. Eine kleine Wegverlängerungsspirale, dann haben wir das. Hast übrigens nicht allzu viel verpasst vom letzten Stream her, Leafy. Also so ein bisschen was, aber, hey. Ich habe ein U-Boot zum Explodieren gebracht. Kostenreduktion und andere tun sich jetzt daran. Wie gibt's hier hinten irgendwas zu holen? Lore. Oh, guck mal, da ist ein Belüftungsschacht. Hallöchen, mein Freund. Und safe. Das war die Taste B. Die wollte ich nicht drücken. Ihr hört mich nicht. So, Bandagen. Nochmal Bandagen. Bist du eine Oh, eine Miezetatze. Oh, Pistolenkugeln. Eine Miezetatze. Oh, die schläft nur. Keine Sorge. Die schläft nur. So, guck mal, ich habe jetzt keine Lust, also... Boop. Ey. Antiperson. Napalm? Wofür kann ich denn Napalm haben? Ist das Wärmesuchen? Das sind Kontaktminen? Das sind Splittergranaten? Wofür kann ich Napalm haben? Okay. Antiperson, Panzer brechen? Ja. Gut, es gibt Napalm in dem Spiel. Nicht erwartet, aber gern gesehen. So, dann machen wir das hier mal, um alles abzufangen. Ja. Ich meine, wir sind unter Wasser. Da hat das jemand nicht ganz durchdacht. Gehe ich mal von aus. Also, wir sind unter Wasser. Was brauchen wir? Napalm. Wir brauchen Napalm. Andernfalls, was wollen wir sonst hier unter Wasser? Dafür... Theoretisch ist es ja relativ easy, in Rapture dafür zu sorgen, dass man keine Brände mehr hat, ne? Man sagt einfach, jo, macht Schleuse B auf. Und schon sind alle Brandprobleme gelöst. So. Was haben wir denn hier drin? E-Sprite, Stickstoffgranaten. Für den Chemowerfer. Okay, ich weiß nicht, was ein Chemowerfer ist, aber er gefällt mir. Warte, ich kann hier kein... Ich will Schrot kaufen. Ganz normalen und nicht ionischen. Den ionischen will ich behalten. Lach mich nicht aus. Du hast nicht mal Schrot, du Hammel. So, da unten habe ich, glaube ich, alles getötet, was sich bewegt hat. Nein. Hallo. Tschüss. Du hast drei Schrotzen ins Gesicht ausgehalten. Was bist du für einer? So. Damit haben wir hier alles geklärt. Wunderbärchen. Ach, das ist nochmal eine Pistole. Ich könnte auch auf die Pistole wieder umwechseln, eigentlich. Ne, also mir geht jetzt nach und nach die Schrotmunition aus und das ist nicht schön. So, das ist irgendein Storage Room. Ich glaube, dass jemand gerade gegen die Tür gelaufen. Keine Sorge, ist mir auch schon passiert. Nein, Tür, bleib bitte zu. Nettes Ziel. Das hat mir wehgetan. Oh. Guck, er ist glücklich. Ist es nicht schön? Wohin muss ich? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist so ein bisschen. Wer weint da? Schrotmunition. Okay, da ist Otto. Da ist Geld. Das nehme ich gerne mit. So. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wo bin ich gerade? Da. Also ist das hier quasi nur so ein kleines Nebengebiet, wenn ich das richtig erkenne, oder wie? Hm.
Wo ist die Person, die hier gerade redet? Otto, siehst du sie? Ich tu's nicht. Otto. Otto sieht sie, glaube ich. Otto hat sie gefunden. Ich glaube, Otto hat sie beseitigt. Warte, ich komme mal hoch, Otto. Das ist gerade Loot für uns. Eine Loot für die Welt. Ah, er hat sich versucht zu heilen. Gut gemacht, Otto. Ich bin stolz auf dich. Da liegt noch eine Pistole. Bist eine brave Maschine. Hast du ganz fein gemacht. Achso, dich habe ich gelootet, ne? Genau. Ach, das ist eine Kontaktmine. Mit der kann ich nicht viel anfangen. Weil ich voll bin, was das angeht. Komm, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter. Ich kann mal hier öffnen. Unhöflich, unflätig, unkultiviert. Hat sie sich gerade selbst elektrisch getötet? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, halte H gedrückt, um meinen Hinweis zu halten. Da kann ich da drunter hergehen? Ich... Belüftungsschachtebene. Achso. Kann ich das Ding überladen? Scheint nicht so der Fall zu sein. Ich möchte jetzt ungern reinlaufen. Ich habe das Gefühl, dadurch kaputt zu gehen. Gut, dann gehen wir mal hier außen rum. So. Hallöchen. Ich glaube, ich habe hier eine junge Dame aus Versehen ein bisschen schockiert. So, Schrot. Nehme ich definitiv mit. So, dann drücken wir hier einmal R. Ich meine, da liegt noch eine Eve-Spritze. Schauen wir mal. Leim, Schrot, Pistolenkunden. Telekinese hilft. Oh. Wirklich? Oh. Ah, aber upsa. Achso, ich kann auch einfach irgendwas reinwerfen, dann geht's kaputt. Wusste nicht, dass ich die Dinger da rausziehen kann. Ich habe bisher Telekinese noch nie auf eine kluge Art und Weise genutzt. Stickstoffgranate, nice. Aber gut zu wissen, dass das funktioniert. Aber wir machen mal ein bisschen Gartenarbeit. So. Alles gut jetzt. Na, junge Dame. Oh, ich kann dir unter den Rock gucken. Oh. Ups, eigentlich wollte ich dich sanft absetzen. Ich habe die Taste dafür vergessen. Weil ich, nee, die habe ich hier so gefunden, ne? Deine Frisur ist hübsch. Und ich glaube, beide deine Augen sind noch halbwegs okay. Aber deine Frisur ist halt echt hübsch. Ich meine, wärst du noch am Leben, dann hätte ich dich fragen können, ob du mir auch so eine Frisur machst, aber... deine Ohrringe. Kann ich die Ohrringe mitnehmen? Die sind doch bestimmt Geld wert. Achso, da ist noch ionischer Schrot drin. Nicht? Nee? Okay. Dann gehen wir mal wieder mit unserem liebsten Freund der Schrotflinte weiter. So, hier habe ich jetzt alles auch schon durchsucht. Ne, ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ich würde nämlich ganz gerne die komplette Lore mitnehmen. So gut ich eben kann. So, das ist hier. Hier kann ich nicht entlang, auch nicht hindurch, auch nicht hindrüber. So, da höre ich jetzt noch mal irgendeinen Persönchen. Ach nein, das ist wieder so ein Houdini. Das hat sich jetzt ein bisschen angehört wie Werner, Egger, die Russen kommen. Wo bist du, Houdini? Du Sohn eines teleportierenden Mannes. Das Teleportieren ist eigentlich ganz cool, ne? So in Theorie. Ist das ein Big Daddy, den ich da gerade höre? Das könnte ganz gut ein Big Daddy sein. So, das ist ein Sicherheitsnotschalter. Das ist ein Big Daddy.
Au! Ich muss mal ganz kurz nachladen, mein Freund. Goddammit, du hältst viel aus. In den Rücken geschrotzt. So, wir haben Mr. Bubbles gerade mal wieder gezeigt, wer hier eigentlich der Meister im Haus ist. Ich bin still geblieben, weil ich mich voll konzentriert habe, muss ich gestehen. So, ey. Domi! Nice, $55. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Die $55 sind eigentlich das, was mir am wichtigsten war. So, dann haben wir hier nochmal einen Heilungsautomaten, den ich nochmal ganz kurz hacke. Ich mache hieraus einmal das amerikanische Gesundheitssystem. So. Shots fired gegen das amerikanische Gesundheitssystem. Wo lang muss ich? Ne? Egal wie viel Geld du hast, am Ende will es dir doch nicht helfen. Einmal da lang und dann muss ich noch einmal so ein Teil benutzen. Gut, was ist das? Ist das eine Granate? Das ist eine Granate, ja. Ich hätte ein bisschen gelacht, weil die Granate jetzt explodiert und die Little Sister gestorben. Bettchen, Mr. B. Macht. 200 Adam. Safecracker ist eines der beliebtesten Produkte von Hexmart. Da es hier Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen, werden sie zumeist... Was? Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Ach so. Ah, okay. Ich bin zu blöd zum Lesen. Werden sie zumeist alle Stationen. Hacker Fokus... Was macht mir denn... Ach so. Und Geld. Gehen wir mal hier ans Gatherer's Garden. Klaus Meatslot. Das wäre interessant... guck dir mal an, was ich hier alles machen kann. Verringert die Preise und verkaufst... Jesus Christ, das Icon ist halt schon so ein bisschen gruselig, ne? Human Inferno. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und viel mehr Schaden zu, wenn sie Feuer verwenden. Feuert einen elektronischen Blitz ab, der das Ziel kurzzeitig betäubt und geringerer IFE braucht als Version 1. Verheerend bei Gegnern in Wasser. Ach, guck mal, damit kann ich auch Level-Ups holen. So, erhöht ihr Maximum IFE, erhöht ihre Maximum Gesundheit. So. Ich hole mir die beiden auf jeden Fall. Schalten sie ein Technik-Ton. Ah, hier könnte ich jetzt quasi für alles einen Slot freischalten. Aber ich habe jetzt 120 noch frei, so hole ich mal einfach den Elektrobot. Oder, nee, ich frage euch mal, Chat. Habt ihr irgendwas? Was würdet ihr euch wünschen wollen? Ne, das sind hier einfach nur alle Slots, die ersten vier Stück. Dann haben wir, macht es hier wütend und lässt es hier mit anderen außer dir angreifen. Zeugt ein Köder, der Angriff von dir weglockt. Der verbesserte Elektrobolt, die Zyklonentrap. Wirbelt Gegner in die Höhe, wenn diese über den Wirbel laufen. Human Inferno erhalten mehr Feuerschaden. Eve Saver, Plasmide verbrauchen weniger Eve. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten, erhöht den Schaden, den sie Kameraspots und Geschütztürme zufügen und verringert die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Und während ich auf euren Input warte, mache ich mal ganz kurz bei mir ein Licht an, weil es wird langsam wirklich dunkel. Ich sehe halt bald gar nichts mehr. So, jetzt habe ich auch wieder Licht. Aber anscheinend besteht mein Chat aus Lurkern. Nein, es sind Lurker! Ich bin Fan von Feuer, aber Elektro geht... Ah, okay. Guck mal, da ist eine Antwort. Elektro geht auch klar. Ja, Feuer ist ganz interessant, aber... Ja doch, komm, wir machen mal... wenn wir hier das Human Inferno nehmen... Brauchst eigentlich alles irgendwie. Das ist... Wobei, bisher war Elektro immer am besten...
Also, ne, wenn so eine Kamera ist immer Elektro drauf und dann ist gut. Ich meine, wenn ich das Human Inferno nehme, dann müsste ich höchstwahrscheinlich... Ist das ein Körpertonika? Müsste ich dafür mir noch einen Slot freischalten? Und ich weiß, ich glaube, ich muss sie halt alle immer ausrüsten. So. Ne? Dass ich da nichts habe, was ich einfach so passiv da automatisch bekomme. Hm, dann ist vielleicht der Elektrobolt V2 ein bisschen besser? Ich meine, es gibt noch eine Little Sister. Also wir haben noch ein bisschen... Ja, wobei, das wäre halt für die irgendwie ein Tonika-Slot, den wir dafür nehmen können. Ja, komm, wir nehmen mal Feuer mit. Ich habe sowieso Bock, ein bisschen mehr Feuer zu nutzen. So, Human Inferno. Das ist ein Kampftonikum. Okay. Genbank lagern. Damit weiß ich, was das für ein Tonikum ist. So, dann kann ich hier ein Kampftonikum nehmen. Wähle ein Kampftonikum aus, das in einem soeben freigeschalteten Slot ausgerüstet werden kann. Nice! Ich durfte keins auswählen, oder ich habe was falsch gemacht. Bringe den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Und ich glaube, die restlichen 20 speichere ich erstmal. So, in die Granate will ich nicht laufen. Dich habe ich angetüdelt. Das ist sicher als Notschalter. Da komme ich nicht rein. Ich könnte... Oh, das bräuchte ich erstmal nicht, das Ding. Ach, guck mal, das ist eine Gen... Ach nee, das ist ein U-Invent. Das Ding ist neu. Für mich jetzt zumindest. Ich hätte irgendwen husten. Alles klar bei dir, weniger rauchen. Das ist ziemlich ungesund für die Lunge. Konstruktion benötigen weniger Komponenten. Okay, das ist wieder so ein Ding, was gehackt werden muss. So. Ich glaube, ich habe das jetzt schon kaputt gemacht. Ja. Upsa. Gut. Das habe ich nicht bedacht. Was soll denn der Müll jetzt hier? Da. Okay. Ja, nee, da muss ich nochmal den Schaden nehmen. So. Guck mal, das geht doch gleich viel besser. Weiß nicht so, manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel will einen einfach nur ein kleines bisschen trollen. Nee, also doch, schon. Jo. Ich habe nicht mehr das, was ich brauche dafür. So, dann kann ich das Ding da hinsetzen. Und okay, das wäre jetzt relativ knapp. Also wenn es wirklich schwieriger wird mit der Zeit, dann weiß ich auch nicht, was ich tun muss. Autohacker, panzerbrechend, Explosivschrot, Antipersonen. Achso, guck mal, ich kann nur hier ein bisschen was. Komm, ich mache einmal Explosivschrot. So, dann habe ich nämlich dafür ein Achievement bekommen. Durchschnittlicher Erfinder. Gehen wir mal hier runter ins Wasser. So. Ach, guck mal, da kann ich dann einfach wieder Telekinese anwenden. Ha. Habe ich ihn jetzt aus Versehen geschockt? Ich glaube. Ich habe irgendwas damit gemacht, auf jeden Fall. So viel steht fest. Go me. Ah, das ist noch eine Pistole. So, hier ist aber sonst nichts mehr. Dann einmal hier ein bisschen rumlaufen. Wird schwieriger, aber du kriegst auch mehr Tonik in den Helfen mit der Zeit. Gut, das ist natürlich wahr. So, das ist eine Leiche. Hier geht's noch ein bisschen lang. Mach das. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter lang. So, da höre ich. Achso, das war jetzt. Ach, die Dinger teleportieren sich nicht, sie werden unsichtbar. Gut, damit habe ich das jetzt verstanden. Du vermaledeiter. Mach nochmal ein Foto von dir, so, für die Nachwelt. Eieiei. Strafe Subjekt ist tot, mir egal. Er hat mich erschrocken.
darf ich ihn doch töten. So, ich könnte jetzt hier wieder hochgehen. Achso, dann bin ich wieder hier. Ih, der Kürbis ist vergammelt. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Oh, nee, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Aber was ich machen wollte, hier, bupp. Er hat den Schraubenschlüssel Schaden. Nein, Human Inferno. Bitte, danke schön. Ja. Hallo? Wasserfallgrotte? Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. Müssen wir? So, ich schau mal. Das ist U-Invent gewesen, ne, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Da ist die Bot-Abschaltung. Ah, okay. Also, nein, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin. Arcadia Glens. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ne, hier haben wir gerade den Dingens geholfen. Ach so, also so kommt man da auch entlang. Komm, ich heile mich mal für 10 Dollar. Ich habe gerade das Geld. Ups, ich wäre fast in das Ding gelaufen. Entschuldigung. Ach, okay, hier sind wir. So, und dann komme ich da unten. Ah, okay. Das ergibt jetzt nach und nach Sinn, wie das hier aufgebaut ist. Genau. Granatwerfer. So, hier könnte ich jetzt noch mehr Zeug wärmen. Ich möchte das aufheben. Vielen Dank. Ach, guck mal, der hat da Zeug drin liegend. Wie cool. Kann ich das Ding hier... Tut mir das weh? Nein. Tut mir das weh, läuft erstmal komplett rein. Weißt du, könnte ein Insta-Kill sein. Oh, Jesus. Wurde ich jetzt gerade von einem Roboter angeschossen? Habe ich einen Roboter übersehen? Ich glaube, du bist kein Roboter. So, ich würde ganz gerne einmal... Achso, ich mach die damit kaputt irgendwie. Weiß ich nicht. Eigentlich würde ich die mal auf andere noch werfen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Sorge, hier eine Kamera zu sehen. Au, was? Wo? Das ist nicht fair. Eigentlich wollte ich... Das nicht... Ah, okay. Jetzt habe ich das geworfen, was ich wollte. Hey, nice. Ich habe Kartoffelchips herangezogen. Upsa. Das war die falsche Taste. So. Hacken wir einmal ganz kurz den hier. Du wirst dann Karl Hubert. Karl Hubert, mein Freund. Wie kann ich dich bestenfalls hacken? Ne, so, dass ich... Ah, nice. Irgendwie zum Ende komme, gehe ich mal von aus. Und das würde Sinn ergeben. Und alles, was Sinn ergibt, ist schon mal ein Schritt weiter. Als das, was keinen Sinn ergibt. Und hopp, fertig. So. Werde ich gerade... Ich habe die Kamera nicht gesehen. Ach so, da. Okay, ich habe einen ganz großen Fehler gerade gemacht. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz... Wo war der Bot-Abschalt-Alarm-Dings? Ach, hier hinten irgendwo, nicht? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. War ich nicht. Upsi. Ich habe die Kamera nicht mitbekommen. So, was machen die da jetzt? Schießen die sich jetzt gegenseitig noch weiter ab? Warten die auf mich? Ach, nice. Das ist ein defekter Sicherheitsbot. Ach, den kann ich mir sogar noch hacken. Ja, dann machen wir das mal. Mit dem Auto-Hacken, bitte. Es ist ruhig geworden. Das ist meistens schon mal ein gutes Anzeichen.
dass irgendwas kaputt gegangen ist. So. Wing. Schießt aber jetzt gerade wieder irgendwas rum. So, schießt du auch auf was? Okay, die haben nichts mehr miteinander zu tun. Nice, Gerhard steht noch. So, dann kann ich jetzt den hacken. Eieiei. Das war sehr smart von mir, muss ich gestehen. Ne, wie wär's? Du gehst einfach auf einen Sicherheitsroboter zu, interessierst dich nicht für ihn und denkst du, die Welt ist rosig und grün. Klingt nach Spaß, genau das haben wir getan. Willkommen in Rapture. Wo es allen egal ist, ob du gerade auf einen Sicherheitsroboter stehst oder nicht. Du wirst es schon irgendwie überleben. So. Zack. Damit ist die Kamera jetzt auf meiner Seite. Oh, der Verkaufsautomat ist defekt. Und hat nur Splittergranaten. Aber auch Verbandskästen. Die Verbandskästen sind sogar wirklich gut für mich. So. Ist hier noch irgendwo eine Kamera, die ich übersehe? Da ist noch eine Tür. Ah, die öffne ich jetzt mal direkt. Warum eigentlich nicht? Ist nicht in die Richtung, in die ich soll. Also sehe ich das Problem dahinter nicht. So, das ist ein Mob. Das ist Film. Das ist eine Katze. Kann ich die Katze aufsammeln? Ich meine fotografieren. Guck mal, Kitty. Okay. Ah. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Rapture fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Hm. Okay. Dabei fällt mir gerade ein, ich habe doch noch eine Tür übersehen. Das heißt, komm, wir machen mal Backtracking, damit ich die, also nicht übersehen, aber ich habe sie für später aufgehoben. Und das würde ich dann jetzt mal einmal nachholen wollen. Tju. Hahaha. Was bist du, Tidus? Eieiei. So, gehen wir mal ein bisschen zurück. Hier, Backtracking. Wenn wir Pech haben, sind hier einige Gegner irgendwie neu gespawnt oder sowas. Aber das war hier irgendwo... Hallo, Busch, der mir Probleme macht. Busch, ich weiß nicht, damit umzugehen. Oh Gott, hast du mich erschrocken? So, up. Was habe ich hier drin? Verbandskasten, den nehme ich gerne mit. Oh, die Decke ist ein bisschen eingestaubt. Ionischen Schrot, nice. Patronenhülsen, Hüllen, whatever. Das war's. Ich habe irgendwie noch ein Audiotape erhofft. Aber gut. Gut. Dann gehen... Wobei... Ach nee, ich kann hier keine Schrotmunition kaufen, nicht? Nope, kann ich nicht. Ich kann nur ionischen Schrot kaufen. Und der ist mir ein bisschen zu teuer, als dass ich den jetzt irgendwie... Achso, da waren wir schon drin. Als ob ich mir den jetzt irgendwie kaufen möchte oder sowas. Tut mir leid, aber dafür bin ich ein Geizhals geworden. So, nice. Und dann einmal... Was macht hier dieses Geräusch? Weißt du, was das Geräusch gemacht hat? Könntest du aufhören, gegen alles zu crashen, mein Freund? Fliegst du schlimmer als ich in irgendeinem Videospiel? Eieiei. Ich könnte mir das eigentlich holen, ne, wenn ich möchte, aber ich möchte nicht. Ach, ach, ach. Und mir theoretisch versuchen hier nochmal eine Explosivschrot. Und ein Autohacker. Kann ich mir zwei Stück von machen. Den brauche ich jetzt aber nicht. Nicht, dass ich glaube,